Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt, Remastered Edition auf Seiten der DDI-Konsolenmission. Ganz genau, liebe Leute, zweite Konsolenmission. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier und haben uns hier die Basis quasi erobert und aufgebaut. Und genau, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch Mammutpanzer bauen ohne Ende. Und ja, dann die Basis hier überrollen. Ich meine, es sieht nicht so aus, als ob das so viel wäre. Ja, das Nervige wird halt sein, dass die Kohle so lange braucht. Na, das ist die nervigste Sache, glaube ich. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Wir haben nämlich immer keine Kohle, Leute. Nie Kohle haben wir. Was ich mich jetzt allerdings frage. Ich komme ja auch nicht in die Basis rein, wegen diesem scheiß Obelisken. Ich würde so gerne die Basis erkunden, Leute. Ich würde so gerne wissen, was hier so drin ist. Wartet mal. So. Wenn der gleich kommt, bauen wir bitte einen Wüstenjäger dann. Weil ich würde mir nämlich zu gerne wissen, was der da drin hat. Nicht, dass der sich da Einheiten en masse baut, wenn der die Kohle da wegerntet da unten. Weil das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. So, Leute. Aber dennoch freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Command & Conquer Remaster. Und ja, das Projekt, was mittlerweile knapp 130 Folgen lang geht. Höchst interessant. Ja. Freut mich, dass es nach wie vor so einen Anklang findet bei euch. Ah, das ist ja wirklich herrlich. So. Ach, Mann. Aber der braucht gar nicht so viel. Was macht denn der mit seiner Kohle? Ein Tarnpanzer. Gummipanzer wollte ich gerade sagen. Tarnpanzer. Geil. Ein Tarnpanzer hat er gebaut und den schickt er direkt in den Tod. Oh, das ist natürlich geil. Okay, Leute. Ja, dann fahr die einfach platt, ey. So. Da braucht er noch einen Tarnpanzer. Okay. Gut, Leute, dann. Ja, wie gesagt, so wenig Kohle gibt's hier gar nicht. Es ist halt einfach nur, man muss die Kohle halt nutzen. So. Dann reparier das halt, komm. Wenn der Typ wieder nerven will, dann lass ihn halt nerven. Oh Mann, ich krieg meine Mammutpanzer trotzdem. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, können wir auch schon weiterbauen. Währenddessen trinke ich mir einen Schluck. Ich habe mir hier ein Kirschwasser hingestellt. Und davon nehme ich jetzt mal einen Schluck. Ach, Kirschwasser, beste. Beste. Wobei, nicht das alkoholische Wasser, sondern das Kirschwasser habe ich mir aus Leitungswasser und Soda-Stream-Geschmack zusammengebischt. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber es schmeckt halt gut. Und das ist das Wichtigste. Dass man beim Let's Play einfach auch ein leckeres Getränk daneben stehen hat. Ansonsten trocknet einen ja total der Mund aus, wenn man hier die ganze Zeit quatscht und dann ist nicht so doll. Wo willst du hin? Wie gut, dass ich dich hier beobachte, ey. Wo wollte der schon wieder hin, Mann? Ja, da kommen die beiden Mammutpanzer schon wieder angerollt. Dann haben wir auch gleich eigentlich schon eine stattliche Armee zusammen, ne? Ja, macht doch nicht so einen Mist. Stellt euch vernünftig auf hier. Hehe, wartet mal, ich hatte andere Idee. Das sieht so geil aus, wenn ich nämlich so aufstelle. Schaut euch das an. So. Das sieht schon episch aus jetzt, ja. Erinnert mich so ein bisschen an das eine YouTube-Video,
mit der chinesischen Armee, wo da der Hellmarsch im Hintergrund lief. Das sah auch so aus. Was soll ich sagen? Das sieht so hammer aus, ey. Hehe. Oder wartet mal, ich habe vielleicht noch eine andere Idee. Ich hab noch eine andere Idee. Schau euch das an. Ich stell die so ab. Oh, wartet mal. Bevor ich jetzt hier weiter rumspiele, überfahrt die. Überfahrt die bitte. So, bam. So, sehr schön. Da kommt hier sogar nochmal eine Ablenkung. Das ist doch schon mal gut. Ist jetzt zumindest nicht ganz so langweilig. So, Leute. Hallo? Du sollst hier unten hin. So. Ui, da hat er wieder seine zwei. Ja, komm, ist gut. Nerv nicht. So, Leute, schaut euch das an, die Mammuts hier. Es sieht so hammer aus, oder? Schaut euch das an. Es sieht so hammer aus. Und ja, während wir hier uns die Mammuts sortieren, machen wir einfach mal weiter. Ich möchte auch jeden hier mich mal bedanken, bei jedem, der hier das Projekt nach wie vor zuschaut. Finde ich sehr, sehr dreist, muss ich sagen, von euch. Vor allem der Flying Dragon Games. Der guckt wirklich jede Folge und zumindest was ich so in den Kommentaren lese und kennt sich auch verdammt gut aus in dem Spiel. ja, vielen Dank, dass du mitguckst. Und ja, deine Tipps sind schon echt wertvoll teilweise. Also ohne deine Tipps wäre ich ab und zu mal auch nicht weitergekommen. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter hier. Mit unserer Mammutpanzer. Schaut euch das an. So, weiter. Nochmal, Mannequin. Oh, Gottes Willen. Hallo. Oh Gott, das ist jetzt mein Vorstoßtrupp hier. Die gehen kaputt jetzt, ne? Die gehen kaputt. Die gehen kaputt. Vor allem wegen dem Mannequin. So. Ja, die sind kaputt. Krass. Ja, gut, aber... meine Mammutpanzer-Armee ist gleich fertig. Schau ich das an. Das sieht so heftig aus. Es sieht so heftig aus, Leute. Weißt du was? Verkauft die Silos. Die brauche ich nicht. Selbstverständlich. Dann, keine Ahnung. Stellt ihr euch mal hier hin. So. Was zur... Jetzt höre ich hier die ganze Zeit diese Tarnpanzer rum hantieren, ne? Das ist auch irgendwie witzig. Und was macht... Der kurft um die halbe Map. Dein Ernstsammler... Oh, geil. So. Dann fahr direkt da rein. Da haben wir hier schon 18 Mammuts. Ich glaube, liebe Leute, das reicht. Das sieht so krass aus. Ach, geil. Schönes Militär hier. Und los. Oh, geil, geile Formation hier. In Pfeilformation. So, Leute. Dann pünktlich zur Musik. Ja, danke. Und hier auf die Mannequin. So. Und auf den Gummipanzer los. Dann machen wir den nämlich jetzt platt. Ja, dann machen wir den jetzt einfach platt hier. Ah, die haben keine Chance. Null Chance. Gut, Leute, so viel hat er nämlich hier gar nicht. Da hätte ich echt mit mehr gerechnet, muss ich sagen. So, dann fahrt los hier. Was? Und rums. So, Leute, und den Scheiß da unbedingt platt machen. Mach erstmal diesen Turm hier weg und dann den hier, los. Den hier platt machen, los. Ach, das ist das Einzige, was hier so nervt, ey, so. Und zack. Wunderbar. Schieß mit Raketen, los. Und hier, bam. Sehr schön. Auf den Sammler weg damit, hier, so. So, da hat er einen Turm nachgebaut, das kann er vergessen.
Sehr schön, liebe Leute. Dann mach mal seine Einheit hier platt. Dann ist das ja eigentlich schon gewuppt, die Mission. Das ist ja echt nicht viel, was der hier hat, ne? Oh, bam. So. Schieß halt hier die Dings kaputt. Da kommt Hubschrauber, was? Okay. Ja, soll er versuchen, komm. Hat er noch einen Sammler gebaut hier? Lass mich raten, da kommen 5 Invasoren raus. Das war so klar, Leute. Lass ihn das versuchen. Scheißegal. Ah, und rums. Bam hier. So. Rauf ist weg. Sehr schön. Mach die Flak im Arsch. Weil dann kriege ich nämlich sehr wahrscheinlich einen Luftangriff. Ganz genau. Und den kann ich dann hier unten auf die Silos schmeißen. Genau, Leute. Dann war es das schon. Die war ja noch echt easy, die Mission, muss ich sagen. So, und bam. Und bam hier. So, was? Oh, da war... Das war jetzt ein abruptes Ende. Muss ich sagen, noch nicht mal mit einer Cutscene oder so. Oh Mann. Ja, da haben wir wieder aber hier auf jeden Fall wieder eine Bonusgalerie. Und auf 215 Einheiten Platz. Das war gar nicht so viel. Das war gar nicht so viel. Hm. Okay, Leute, dann gucke ich mir kurz die Bonusgalerie an. Wo ist denn die neue? Da ist die neue. In einem größeren Studio. Kia Hunsinger und Frank Klepacki tauschen sich bei der Neuaufnahme der IFA-Audio-Dateien aus. Frank arbeitet am 13. November 2019 mit Kia an der Neuaufnahme der IFA-Audio-Dateien. Sehr sympathisch sehen die aus, muss ich sagen. Und ja, dann geht's weiter. Liebe Leute, G3H31 Mission. Sie wurden von Weirdies entlassen. Okay. Ohne das Gehalt des letzten Monats erhalten zu haben. Ihre einstigen Chefs haben Frake Kill. Was? Frake Key? Söldner angeheuert, um sich zu schützen. Sie und 11 andere ehemalige Angestellte wollen eine Basis errichten und sie ausradieren. Wir haben einige besondere Modifikationen an ihren Orcas vorgenommen. Damit sie noch effektiver für Gerechtigkeit sorgen. Was zur Hölle? Was? Ein Angestelltenverhältnis? Okay. Interessant, Leute. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Wir haben ganz viele... Okay. Wir haben einiges an... Kommandos hier. Interessant. Okay, wir haben 10.000 Geld. Sieht mir so aus, als hätten wir hier alles, ne? Das sieht mir nach einer typischen Mod... Mission aus, irgendwie, ich weiß auch nicht. So, dann baut 2 Raffinerien. Einfach eine Basis aufbauen und den Gegner platt machen. Ja, wenn das so einfach ist, dann, ja. Ach, schaut mal hier, wir haben hier auch ewig viel Kohle. Okay, das ist schon mal gut. Baut direkt mal 2 Raffinerien. Ja, das sieht mir nach einer geskripteten Map aus. Ja, schaut euch das an. Das sieht mir echt nach einer geskripteten Map aus hier. Okay, ah! Was zur? Nein, 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 um Gottes Willen. Legt euch nicht mit dem an, ey. So, liebe Leute, dann bauen wir uns auf. Kommt. Abwärtskumpel. Genau. So. Der kann uns nämlich überfahren und dann haben wir es verkackt. Okay, hier fährt also ein Tarnpanzer rum. Okay. Speichert das erstmal. Mission 4 Konsole. Das sieht nach einer sehr, sehr, sehr interessanten Mission aus, muss ich sagen. Hier ist aber auch irgendwie. Okay, es geht hier rein.
Ja, das ist eine geskriptete Mission, Leute. Das sehe ich doch an der Map. Normale C&C-Maps sehen nicht so aus. Die sehen definitiv nicht so aus. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wachturm. Oh Gott. Nein. Was? What? Oh, Gott sei Dank. Puh. Hat der einen Raketenwerfer? Krass. Okay, weg damit. Sehr schön. So. Gut, dann kann ich ja weiterbauen. So, das Kraftwerk brauche ich nicht. Habe ich den Jeep zum Erkunden? Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass diese Mission schneller vorbei ist, als ich mir vorstellen kann. Uiuiuiui. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Leute. Schau euch das an. Ich habe nichts gesagt. Schau euch das an. Oh Mann. Ja, also da muss ich mir was einfallen lassen gleich. Wenn der nur eine Flak da stehen hat, ne? Bau mal bitte ein Radar. Wenn der nur eine Flak da stehen hat. Und die haben ja gesagt, die haben die Orcas irgendwie modifiziert. oi! Was macht dann jetzt da? Da kommt der angeschissen hier, was? So. Nichts da, Leute. So, dann baue ich mich mal nach wie vor noch hier auf. Ich kann auch eine Kommunikationszentrale bauen. Ich weiß halt nicht. Kommt der angeschissen? Ich glaube nicht, aber ich baue trotzdem mal vorsichtshalber mal den ein oder anderen Befestigungsturm auf hier. So, dann baue ich einfach nur Mammuts. So. Ich brauche dann nämlich einfach nur Mammuts. Und eine Kommunikationszentrale. Das ist ja das Geile. Wartet mal, ich habe nur zwei Sammler, ne? Bauen wir noch einen. Ah. Ja, wobei, das passt. Das passt mit den zwei Sammlern. Kommunikationszentrale, dann mache ich nämlich mit dem Ionenwerfer. Die Männchen da erstmal weg. Die nerven nämlich. Schritt für Schritt mache ich die gleich platt. Oh je, oh je, Leute. Aber wartet mal, ich habe eine Idee. Haha, ich habe eine Idee. So. Wartet mal. Wartet mal. ich habe eine andere Idee. So. Wir haben hier genug Kohle. Hm? Dass ich die Einheiten hier etwa in der Basis reinziehe. Warum denn nicht? Ich meine. So. So, da kommt er jetzt nämlich. Ha. Kann ich hier rausziehen? Ich kann sie reinziehen. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott. Okay. Ich kann die rausziehen. Das ist schon mal sehr geil. So, dann verkauft das Ding. Und die Kommunikationszentrale kommt bitte hier hin. So. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Wunderbar. So, dann kann ich mir jetzt hier die Orcas aufbauen. Da geht die Kohle natürlich weg. Ne? Ist klar. So. Ja, seht ihr das? Da kommt er nämlich jetzt angeschissen. Und schon sieht das nicht mehr so schlimm aus da. So. So, Leute, dann. So. Sehr schön. Und schon ist die Kohle weg. Ist das krass, Leute. Ist das krass. Ja, aber so schnell kann die Kohle halt weggehen, ne? So, wartet mal. Orcas. Was haben die denn modifiziert? Schieß mal da einfach mal drauf, da. Atombomben oder was? Oh mein Gott! Hammer! Oh mein Gott! Laser-Orcas! Wie geil, ey, echt.
Wie Hammer. Okay. Wenn hier so drüben läuft wieder Mucke. So, dann kommen wir alle mal hierher. So. Dann fahr du dich mal bitte reparieren. Und dann bauen wir den dritten Laser-Orca. Geil, Leute. Laser-Orcas. Da muss man auch erstmal drauf kommen. So, Leute. Da ist der Flammenpanzer. Sehr gut. So, und weg damit. Wunderbar, wunderbar, Leute. Schau euch das an. Oh mein Gott. Okay, wir haben noch 4,5 Minuten. Vielleicht. Vielleicht schaffe ich die Mission sogar noch, ne? Wer weiß. So, ich habe 4 Orcas. Team 2. Und wir wollen einfach weiter Mammuts. So, Leute, dann. Zieh die Einheiten bitte noch weiter raus. So, und dann einmal bitte wieder reparieren. Ah, wartet mal. Ich baue mal lieber noch einen Sammler. Damit das hier ein bisschen schneller geht. Hallo? Fahr doch da rein. So. Hey. So. So, Leute. Oh, das ist jetzt nervig. Ionenwerfer. Aha, geil. Leute, geil, geil, geil. Ey! Ey, du Penner! So. So. Da kommen die Artillerien. Ja, sehr schön, Leute. Ja, dann bau den Sammler bitte fertig. Schuster! So, wehrt euch mal bitte, ihr Kommandos. So, dann habe ich jetzt hier einen Ionenwerfer. Dann machen wir BAM. So. Schau euch das an hier. Fast nichts mehr da. Sehr schön. Fast nichts mehr da. So, wunderbar. So, dann Mammuts. Wie gesagt, also ich bin guter Dinge. Oh nein! Ah. Ja gut, aber wenn ich jetzt hier, warte mal, ich speichere das mal. Ziemlich funny Mission, muss ich sagen. Also, halten die auch mehr aus oder ist das jetzt einfach nur mit Laser? Oh. Boah. Nein. Hör auf. Boah, Gott sei Dank. Okay. Der hat da noch einiges an an Flugabwehr stehen, aber ich habe die Flak weggekriegt. Ha, geil. So, nächster Orca, bitte. Hi. Fahrt ihr bitte auf die Heliports? Danke. So. Was macht der jetzt? Was macht er denn jetzt? Hahaha, okay, also dann muss ich quasi mit dem Ionenwerfer gleich auf diese Raketen wenigen. Und am besten reparieren. Also die Gebäude sind auf jeden Fall extrem schnell platt. Oh, das war ein bisschen zu früh. Hat auch keinen Sammler, der Typ, ne? Der Typ hat keinen Sammler. So. Och, jetzt ist die Folge gleich voll. Ich glaub's nicht, Leute. Ich würde ganz gerne den noch überrollen, eigentlich. Aber erst wenn der. Ach man, Leute. Die Folge ist voll. Ich glaub's nicht. Aber gut, Leute. Die Mission ist ja richtig interessant. Kann ich gleich einen Ionenwerfer hier rein und mache erstmal die hier unten dann platt. Und, allerdings dann wohl in der nächsten Folge. Weil ich sehe die Zeit. Gut, liebe Leute, würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese interessante Folge, also für mich, gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Erzählt es gerne weiter. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.